Hermine wachte langsam auf. Ihr Körper versuchte ihren Geist für ein paar Minuten zurück in den Schlaf zu ziehen. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal in einem richtigen Bett geschlafen hatte. Die Feldbetten im Zelt waren nicht so bequem wie dieses hier und Harry hatte so laut geschnarcht, dass sie Angst gehabt hatte, er würde die Schutzzauber durchbrechen. Sie schlug ihre Augen auf und starrte auf eine ihr unbekannte Wand, in einem unbekannten Bett. Sie hatte sich in der Nacht nicht bewegt und lag immer noch auf der Seite, mit dem Blick auf die leere Schatulle. Sie richtete sich auf und schaute sich im Zimmer um. Sie war allein. Tageslicht strömte durch das große Fenster und die cremefarbenen Vorhänge herein. Sie schlüpfte aus dem Bett und spähte in die Ecke, um sicherzugehen, dass sich niemand versteckte. Sie huschte ins Bad, benutzte die Toilette und spritzte sich Wasser ins Gesicht. Die große Krallenfußwanne in der Mitte des Marmorfußboden lud sie dazu ein, in das Badewasser zu steigen und ihre Gedanken abzuschalten. Sie schüttelte den Kopf und blinzelte die Eleganz der Suite weg und konzentrierte sich erneut. Waffen, Ausgänge. In den Schubladen der Kommode befanden sich flauschige Handtücher und Haarkuren. Sie fand einen Kamm mit einem scharfen Ende zum Stylen und steckte ihn ein. Als sie das Bad verließ, war immer noch niemand in ihrem Zimmer. Sie schaute auf die Uhr im Bücherregal. Fast 7 Uhr morgens. Der Kleiderschrank rief verlockend nach ihr, als sie sich an Narcissas Gesichtsausdruck beim Öffnen des Schrankes erinnerte. Eine Art missbilligende Zustimmung. Hermine zog die Türen auf und fand Kleiderbügel über Kleiderbügel. Ein Erweiterungszauber, der den Schrank verbreiterte und vertiefte. Auf der linken Seite lag ein zweiter Schlafanzug, ähnlich dem, den sie anhatte. Nur aus Flanell. Ein paar lange Nachthemden gefolgt von kürzeren, keine zu auffälligen. Dann Roben über Roben über Roben in verschiedenen Farben, Längen und Stoffen. Und zum Schluss Pullover und andere inoffizielle Kleidung. Sie zog die Schublade am unteren Ende des Kleiderschranks auf und fand Jeans. Hermine runzelte die Stirn. Was für Gäste hatte die Malfoys normalerweise in diesem Zimmer? Sicherlich niemanden, der eine Jeans brauchte. Sie öffnete die oberste Schublade auf der rechten Seite. Baumwollschlüpfer in blassen Farbtönen, ein paar BHs in denselben Farben, ein paar Sport-BHs. Wer auch immer es war, der sich normalerweise hier aufhielt, war auf alles vorbereitet. Die unterste Schublade enthielt Schuhe für jedes Wetter, Turnschuhe und Stiefel. Sie ließ ihre Finger über den Stoff der Roben gleiten, während sie die Schublade schloss und zuckte zusammen, als ihr ein Gedanke in den Sinn kam. War dies das Zimmer von Pansy? Hermine warf einen Blick auf das Bett mit seinen Creme- und Goldtönen, dann schaute sie zum Bücherregal mit seinen Muggelbüchern. Sie nahm die Stoffe vor sich in Augenschein und katalogisierte die Schlüpfer. Nichts von alledem schrie nach Pansy Parkinson. Pansy trug roten Lippenstift am Frühstückstisch und musste ihn den ganzen Tag über nicht nachschminken. Pansy würde sich nie in blassen Farben blicken lassen und gleiches galt für ihre Schlüpfer. Außerdem hatte Pansy im 3. Jahr einmal Daphne Greengrass gefragt, ob Muggel lesen könnten. Hermine wusste, dass sie nicht gescherzt hatte. Nein, das war nicht Pansys Raum. Sie schloss die Schublade und prägte sich ein, wie die Gürtel lagen. Sie ging zum Fenster, schob den weichen Stoff beiseite und spähte hinaus auf das Gelände. Wie sie es vermutet hatte, funkelte der Teich aus dieser Perspektive. Um den Pavillon sammelte sich der Morgennebel wie Blasen in einem Glas und gleich hinter den Toren, die das Herrenhaus umgaben, konnte sie die Sonne auf dem Boden scheinen sehen. Nur zu ihrer Linken befand sich ein Balkon, der an ihr Wohnzimmer angeschlossen war. Hermine blinzelte. Dort musste eine Tür sein. Wie tief würde es dort hinuntergehen? Wie lang wären die Vorhänge und Decken? Die Türklinke klapperte und Hermine wirbelte herum, als Lucius Malfoy ihre Suite betrat und seine Augen auf ihr am Fenster landeten. Sie umklammerte die Vorhänge mit ihren Fingern. Eine Hand glitt langsam zu dem Kamm in ihrer Tasche. Lucius Augen wurden abrupt von ihr abgelenkt, als er sich im Raum umsah. Sein Blick landete auf dem Bücherregal und der Sitzecke. Er hielt auf dem Bett inne, dessen Laken vom Schlaf unordentlich waren. Seine grauen Augen wanderten wieder zu ihr. Seine Lippen verzogen sich zu einer Art Grinsen. »Willkommen auf dem Malfoy anwesend, Miss Granger.« Sie spürte, wie ihr Herz wild gegen die hauchdünne Vorhänge schlug. Ihre Finger verkrampften sich. Er stand zwischen ihr und der Tür. Wenn es einen Weg auf diesen Balkon gab, wie schnell konnte sie hinuntersprinten und sich über die Kante stürzen? Waren Gras oder Steine darunter? Er legte den Kopf schief, musterte sie und wartete auf eine Antwort, die nicht kam. Seine Augen huschten über ihre Satin-Pyjama und das zerknitterte Bettzeug. »Wie ich sehe, haben Sie es sich schon gemütlich gemacht.«
Er ging durch das Zimmer, schlenderte zwischen den Ohrensesseln hindurch, begutachtete die Teppiche und ging zu den Vorhängen. Wo Narcissa vorsichtig und warmherzig war, war Lucius entschlossen und kalt, unergründlich. Er schaute in den Schlafraum, ließ seine Augen über die Bettvorhänge gleiten und landete auf dem Kleiderschrank, der noch offen stand. Er zog die Türen weit auf und genau wie seine Frau machte sich ein eigenartiger Ausdruck auf seinen Lippen breit. Sie hatte noch nie jemanden die Stirn runzeln sehen, während er lächelte. »Alles in der richtigen Größe, nehme ich an.« Hermine vermutete, dass Lucius Malfoy nicht der Art von Mann war, der Dinge aus Versehen laut vor sich hin murmelte. Er schloss den Kleiderschrank mit einem Klicken. Dann drehte er sich zu ihr um und stellte sich zwischen sie und das Bett. Die Zähne des Kammes klapperten zwischen ihren Fingerspitzen. 65.000 Gallionen, sagte er und betonte die Zahl wie eine Frage, doch Hermine wusste, dass es keine war. Meine Güte, Miss Granger, was für ein stattlicher Preis für sie. Er wollte, dass sie mit ihm interagierte. Sie schluckte ihren Schrecken hinunter und beschloss, sein Spiel mitzuspielen. »Waren Sie gestern Abend auch anwesend, Mr. Malfoy?« Er atmete tief durch die Nase ein, die Andeutung eines Grinsen auf den Lippen. »Ich habe kein Interesse an Sklavenhandel. Ich habe genug Hauselfen.« Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und blickte aus dem Fenster auf die Aussicht, die sie gerade noch genossen hatte. Sie erinnerte sich an starke Arme, die sie um die Taille fassten und hochhoben, um sie irgendwo hinzubringen. Wenn Lucius nicht da gewesen war, musste es Draco gewesen sein. Wo hätte er sie hingebracht? Und warum hatte er sie überhaupt gewollt? Und wie hatte er sie bekommen? Sie betrachtete die Teppiche, während sie nachdachte. Dann hob sie den Blick und sah zu Lucius Malfoy, der immer noch vor ihr stand und sie beobachtete. Seine Augen wanderten über ihren Körper und sie fröstelte, froh, das goldene Kleid los zu sein und einen einfachen Pyjama anzuhaben. »Wie gefällt es Ihnen in Ihrer Unterbringung, Miss Granger?« Seine Augen durchbohrten sie, seine Worte gruben sich in ihre Haut. Sie fragte sich, ob er wollte, dass sie sich daneben benahm, ob er wollte, dass sie ihn anspuckte und ihm sagte, sie würde eine Zelle vorziehen, dass sie sich wie ein Schlammblutbestie benahm. Sie sah in seine grauen Augen, dieselben grauen Augen, die sie seit 7 Jahren verhöhnten. Sie mochte unter dem Schutz von Narcissa Malfoy stehen. Aber sie befand sich unter dem Dach von Lucius Malfoy. »Es ist reizend, Mr. Malfoy«, antwortete sie eisig. »Danke, dass ich zu Besuch kommen durfte«, sie hob eine Augenbraue an. Er erwiderte den Ausdruck mit einem langsamen Kräuseln seiner Lippen. »Jederzeit, Miss Granger. Das Wetter ist herrlich im Herbst«, sagte er, lockend und neckisch. Nach einer Pause verhärteten sich seine Gesichtszüge. »Ich hoffe, dass Sie dann noch hier sind.« Ein Schauer lief ihr über den Rücken, aber sie achtete darauf, nicht zu blinzeln. Sie brannte darauf, ihm Fragen zu stellen. »Warum bin ich hier? Warum hat Dolohov mich nicht aufgegeben? Was wird von mir erwartet?« Aber sie wusste, dass sie keine Antworten bekommen würde. Nur weitere Spielchen. Er trat auf sie zu, jetzt nur noch einige Schritte entfernt, und streckte seine Hand aus. »Dürfte ich das, was auch immer Sie in Ihrer Tasche haben, bekommen?« Sie schluckte und er sah es. Er lächelte. Sie zog den Kamm heraus und legte ihn in seine wartende Hand. Er grinste und brach das scharfe Ende ab. Er reichte ihr das ungefährliche Stück zurück, schaute auf ihre Haare und sagte, »Das werden Sie brauchen.« Sie blickte ihn finster an. Er sah seinen Sohn so ähnlich und diese Leichtigkeit, mit der ihm die Beleidigung über die Lippen kam. Ihre Finger verkrampften sich um den Kamm und die Zähne schnitten in ihre Handfläche. »Mein Sohn hat einen hohen Preis bezahlt, um sie zu bekommen, Miss Granger.« Seine Augen wanderten an ihrem Kinn hinab und an ihrem Hals hinunter. Sie zitterte. »Versuchen Sie, Ihre Dankbarkeit zu zeigen.« Er flüsterte das Wort in die Luft wie ein Kuss auf ihre Haut. Dann grinste er sie an und schritt zur Tür. Ihre Augen brannten sich in seinen Rücken und sie dachte an Paravati und das Baxter-Mädchen, an Penelope Clearwater, die sich in eine Ecke zusammenrollte und sich weigerte zu essen, den Schnitt in ihrem Unterleib, der letzte Blick auf Ginny, als man sie weggeschleppt hatte. Sie konnte die Worte nicht aufhalten, wie geil er die hochkriegt. »Meine Dankbarkeit?« Er hielt mit einer Hand an der Tür inne. »Natürlich, Miss Granger.« Eine hochgezogene Augenbraue. »Sie wurden gerettet.« Er ging hinaus und schloss die Tür hinter sich. Sich auf Narcissus Malfoys vermeintlichen Schutz zu verlassen, würde sie nicht weiterbringen. Es ist kein Schutz, den sie brauchte. Es war ein Weg hinaus.
Nachdem sie sich sicher war, dass Lucius nicht zurückkehren würde, zog sie Hogwarts, eine Geschichte aus dem Regal, setzte sich auf den Stuhl gegenüber der Tür und las abwesend und behielt den Eingang im Auge. Pünktlich um 8 Uhr klopfte es an der Tür. Bevor Hermine ihre angespannten Schultern lockern konnte und darüber nachdenken konnte, welchen Schrecken sie erwarten würde, sagte eine hohe Stimme: »Remy ist fürs Frühstück hier!« Die Tür öffnete sich und eine ältere weibliche Elfe wankte herein, ein Tablett hinter sich herschwebend. Die Elfe, Remy, runzelte die Stirn. »Die Herrin sagt, Remy muss anklopfen!« Hermine starrte sie an und fragte sich, was sie antworten sollte. Remy runzelte die Stirn und schickte das Tablett auf den Beistelltisch neben ihrem Ohrensessel. Sie drehte sich um und wankte zur Tür hinaus. Bevor sie schließen konnte, sagte Hermine: »Danke, Remy.« Remy drehte sich um, kniff die Augen zusammen und nickte, bevor sie die Tür hinter sich schloss. Bohnen und Toast, Eier und Saft, speckgegrillte Tomaten, Gebäck und Törtchen und ein Teeservice. Hermines Magen verdrehte sich und knurrte. Sie hatte seit gestern nichts mehr gegessen. Ein Apfelstück, den Luna ihr am Morgen gereicht hatte, war alles. Narzissa hatte gestern Abend behauptet, sie würde sie nicht vergiften. Aber Hermine kannte mindestens 7 Tränke, die in das Gebäck eingebacken oder in Tee eingerührt werden konnten. Sie könnte ihre Wahrnehmung verändern, ihren Geist oder ihre Muskeln entspannen oder leere Stellen in Erinnerung hinterlassen. Alle wären geschmacks- und geruchsneutral. Um sich vor dem köstlichen Duft des Essens zu verstecken, ging sie ins Badezimmer und starrte auf die Wanne. Es gab mehrere magische Wasserhähne für Schaum und Düfte. Die Wanne war tief und breit und viel luxuriöser als alles, was Hermine in den letzten Jahren gesehen hatte. Ihr letztes anständiges Bad war im letzten Sommer gewesen, vor Bills und Fleurs Hochzeit. Doch sie dachte an die Art, wie Lucius Malfoy in die Suite gestürmt war, als würde ihre Privatsphäre ihm nichts bedeuten. Schnell wandte sie sich der großen Dusche zu, drapierte ein Handtuch über den Rand und zog sich aus. Das Wasser hatte die perfekte Temperatur, doch sie verbrachte nur 30 Sekunden darin, schrubbte und wusch nur die wichtigsten Stellen und ließ ihre Haare aus. Sie stellte das Wasser ab, griff nach dem Handtuch und wickelte sich fest ein. Dann stand sie tropfend auf der Badematte und wartete darauf, dass etwas passierte. Schnell schaute sie ins Schlafzimmer und sah, dass sie keinen Besuch hatte. Sie trocknete sich ab, wickelte das Handtuch wieder um sich und wartete zum Kleiderschrank. Sie nahm an, dass der Besitzer der Bademäntel, Pullover und Jeansons nichts dagegen hätte, wenn sie sich ein paar Sachen borgen würde, bis sie wusste nicht was. Bis ihr neue Kleidung zur Verfügung gestellt wurde? Vielleicht eine Uniform, damit sie sich den Elfen in der Küche anschließen konnte? War es das, was Narzissa meinte, mit Schutz vor Besuchern? Sie nahm eine helle Jeans aus der Schublade und fuhr mit den Fingern über die Pullover, bis sie einen Stoff fand, der für sie Komfort bedeutete. Weich und weiß und flauschig, sie überlegte einen Moment und griff dann nach einem Baumwollschlüpfer aus der rechten Schublade. Sie versteckte sich hinter der Schranktür, ließ das Handtuch fallen, schlüpfte in die Unterhose, zog sich den flauschigen Pullover über den Kopf und krabbelte in die Jeans. Sie war froh, dass sich der Reißverschluss und Knopf perfekt um ihre Hüften schloss. Sie drehte sich, um in einen Spiegel an der gegenüberliegenden Wand zu schauen und sah eine schmuddelige junge Frau mit schmutzigen Haaren in fremden Jeans und dem Pullover eines anderen. Das würde genügen. Sie bückte sich, um ihr Handtuch wegzulegen, aber es verschwand, wie sie es in Hogwarts zu tun pflegten, mit Elfenmagie. Hermine machte ihr Bett, wusch die leeren Zaubertrankflasche vom Vorabend aus, faltete und hängte ihren Pyjama auf und stellte die Bücher, die sie heruntergenommen hatte, wieder ins Regal. Als sie sich wieder der Balkontür zuwandte, probierte sie zaghaft den Griff aus. Er ließ sich drehen, die Türen schwangen auf, hinaus in die Welt. Sie hob vorsichtig einen Fuß, um den Durchgang zu testen, und schritt ohne Probleme hindurch. Als das Licht ihre Haut traf, erkannte sie, dass sie die Sonne seit Tagen vor der letzten Schlacht nicht mehr gesehen hatte. Sie schloss die Augen und atmete frische Luft ein. Sie genoss das Tageslicht. Einige Hauselfen bewässerten die Hecken, die den Rasen säumten. Sie dachte an Dobby und wie sein Leben hier gewesen wäre. Sie lehnte ihre Arme auf den Balkon und fragte sich, ob einer der anderen Elfen frei sein wollte. Vielleicht könnte sie das benutzen. Zu ihrer Linken sah sie einen weiteren runden Balkon, abgelegen, aber nah. Sie beugte sich über das Geländer und suchte nach Dingen, die ihren Sturz bremsen könnten.
sollte sie versuchen, ihre Bettlaken zusammenzubinden. Einige unnachgiebig aussehende Büsche und dekorativen Steine. Wenn es nötig war, konnte sie den Fall überleben. Sie stand an der Tür mit Blick auf die Suite und genoss die Sonne an ihrem Nacken. Sie ignorierte den Teller mit Essen weiter und starrte die Wände an. Ihr wurde klar, dass es kein einziges Porträt im Gästezimmer gab, ein paar Landschaften und kunstvolle Wirbel, aber keine verewigte Plaudertasche, die jeden ihrer Schritte beobachtete. Privatsphäre. Sie fragte sich, wie lange das andauern würde. Zweimaliges schnelles Klopfen an der Tür ließ sie aufschrecken. Sie wartete, die Hände auf den Türrahmen gestützt. Keine Elfenstimme meldete sich. Hermine schloss die Balkontür und ging mit klopfenden Herzen zur Tür und öffnete sie. Dort stand Narcissa Malfoy in wallenden blauen Roben, wie Wasser in einem See und einem Lächeln auf den Lippen. »Guten Morgen, Miss Granger«, sie starrte sie an. »Hallo«. Narcissa ließ ihren Blick an ihrem Körper hinuntergleiten, musterte ihre Jeans und ihre nackten Füße. Hermine errötete. »Ich habe mich gefragt, ob du Lust hast auf einen Spaziergang. Vielleicht eine Tour über das Anwesend.« Hermine blinzelte. In den 12 Stunden, die sie in diesem Raum verbracht hatte, hatte sie nicht ein einziges Mal daran gedacht, dass ihr erlaubt sein würde, ihn zu verlassen. Die Suite hatte alles, was sie brauchte. Ein vergoldeter Käfig. »Eine Tour? Ja«, stammelte sie unter Narcissas scharfem Blick. »Ein Rundgang könnte nützlich sein. Vielleicht könnte sie das Gelände nach Schwachstellen durchforsten.« »Soll ich mir etwas Passenderes anziehen?« Etwas flackerte Narcissas Augen auf und ihre Mundwinkel zuckten. »Nein, mein Liebes, bitte mach es dir bequem.« Hermine blinzelte wieder. Es fühlte sich an, als hätte sie etwas richtig gemacht, obwohl sie in der Wirklichkeit gar nichts getan hatte. Was auch immer Narcissa für ein Spiel spielte, Hermine war 10 Schritte hinterher. Das würde sie ändern müssen. Sie lief los, um nach Socken und Schuhen zu suchen, bevor Narcissa ihre Meinung ändern konnte. Zum Glück hatten die Turnschuhe im Schrank genau ihre Größe. Die Monate auf der Flucht hatten sie gelehrt, wie man Turnschuhe in weniger als 5 Sekunden anzieht und schnürt. Sie dankte Merlin dafür, während Narcissa Malfoy in der Türschwelle wartete, als wäre sie ein Gast in ihrem eigenen Haus. Narcissa lächelte, als sie wieder auftauchte, aber bevor sie gehen konnte, blieb ihr Blick an dem Tablett mit Essen hängen. Sie presste die Lippen zusammen und sagte nach einer Pause, »Bist du mit deinem Tablett fertig, Miss Granger?« Hermine schluckte und nickte. »Ich habe keinen großen Appetit.« Ihr Magen knurrte wie aufs Stichwort. Narcissa neigte den Kopf zum Tablett. »Hättest du etwas dagegen, wenn wir ein paar von diesen Marmeladentörtchen mitnehmen würden?« »Die esse ich am liebsten.« Hermine schüttelte den Kopf und holte ein paar Törtchen aus der Schüssel und wickelte eine Serviette um sie herum. Narcissa nahm sie ihr ab und sagte etwas über das Rezept, aber Hermine starrte auf die zuckerhaltigen Leckerbissen und versuchte, ihre Beine davon abzuhalten und ihr wegzusacken. Sie war so hungrig. Hermine sah zu, wie Narcissa kaute und fragte sich, ob das eine Art Trick war, ein Weg, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Narcissa zeigte ihr eines ihrer Lieblingsbilder und reichte ihr ein Törtchen. »Nimm, Liebes.« Hermine griff mit zitternden Fingern nach einem Erdbeertörtchen. Sie hatte nicht die Absicht, es zu essen. Sie nahm es nur aus Höflichkeit. Aber dann sagte Narcissa, »Ausgezeichnete Wahl, da ist kein Tropfen Gift drin.« Ihr Blick fiel auf Narcissa, die sie grinsend ansah, bevor sie ein Erdbeertörtchen zwischen ihre Lippen schob. Vielleicht war es das zufriedene Brummen, das über ihre Lippen gekommen war, als sie in das Törtchen biss, oder vielleicht die clevere Art und Weise, ihr das Essen wegzunehmen, oder vielleicht lag es daran, dass sie einfach so hungrig war. Aber Hermine biss in die Ecke des Törtchens, wissend, dass sie es nicht tun sollte, aber auch wissend, dass sie nicht lange überleben würde, wenn sie dem Essen nicht trauen konnte. Der Zucker tanzte über ihre Zunge, als sie schweigend an dem großen Fenster mit Blick auf den Teich vorbeigingen. Obwohl Hermine vom Gästezimmer aus einen ähnlichen Blick hatte, konnte sie ihre Augen nicht von diesem Anblick abwenden. »Lucius' Mutter hat diese Gärten gepflegt.« Hermine drehte sich um und sah, dass Narcissa ihrem Blick folgte. Sie blieben vor einem der Fenster stehen und Narcissa zeigte nach draußen. »Der Pavillon wurde für ihren Hochzeitstag gebaut. Sie kümmerte sich besonders darum, die angrenzende Umgebung so schön wie möglich zu halten.« Und pflegte den Teich, kümmerte sich um die Faunen. Sie war fest entschlossen, alle zukünftigen Malfoy-Hochzeiten auf diesem Gelände im Pavillon abzuhalten und die Tradition fortzuführen. Hermine schluckte und wählte ihre Worte sorgfältig.
Ich bin sicher, Ihre Hochzeit war wunderschön, Mrs. Malfoy. Narcissa starrte aus dem Fenster. Das war sie, brummte sie. Sie fand im Schloss Chabor statt. Ihre Lippen schürzten sich und ihre Augenbrauen hoben sich. Auch in meiner Familie gibt es Tradition. Hermine stieß überrascht einen Atemzug aus, als sie die Bedeutung hinter den Worten verstand. Die ältere Frau schickte ein zufriedenes Lächeln in Richtung des Pavillons und gab Hermine ein Zeichen, weiterzugehen. Als sie die Treppe hinunterging, dachte Hermine darüber nach, ob Lucius Malfoy seine Seelenverwandte gefunden hatte. Vielleicht hatte Lucius nicht so viel Macht, wie er gerne glauben mochte. Narcissa führte sie durch die Vordertür hinaus in den Maimorgen. Sie bogen unten an der Treppe rechts ab und gingen um das Anwesen herum, während Narcissa ihr die Blumen zeigte, die sie aus Norwegen mitgebracht hatte. Den Baum, der die Schlacht auf dem Gut von 1643 überlebt hatte. Die Nahtstelle in der Außenwand, wo die Erweiterung begonnen hatte. Sie stießen auf einen alten, gebeugten Elfen, der die Glockenblumen an der Nordseite des Anwesens jätete, und Narcissa blieb stehen. »Hicks, Liebes, das ist Miss Granger. Sie wird bei uns wohnen.« Hicks nickte zur Begrüßung. »Wenn wir irgendetwas für sie tun können, um ihren Aufenthalt angenehmer zu machen, werden wir uns darum bemühen.« Hermines Augenbrauen zogen sich zusammen, ihre Lippen waren geschürzt. Vielleicht wollte Narcissa sie in Sicherheit wiegen, wenn sie über Hochzeitspläne scherzte, von Sträuchern schwärmte und ihr Tee in bequemen Stühlen anbot. Aber da war ein Nachhall von Unbestimmtheit in ihren Worten und ein Schauer von Gefangenschaft in ihrem Ton. Das erinnerte sie daran, wo genau sie war und wer sie war. Sie entfernten sich von Hicks und den Glockenblumen. Hermine blickte finster auf ihre Füße. Sie musste sich konzentrieren. Sie musste einen Weg finden, damit Narcissa ihr die Umgebung genauer zeigte. Sie erreichten das Ufer des Sees in gespannter Stille. Und gerade als sie den Mund öffneten wollte, um Narcissa Fragen zu stellen, sprach sie. »Europa ist momentan eine Katastrophe.« Entschrocken blickte sie zu der blonden Frau auf. Narcissa schaute sich um, ob sie jemand belauschte, bevor sie fortfuhr. »Ich kann dich nicht befreien, Miss Granger.« Hermine stockte der Atem. »Selbst wenn ich denken würde, dass es für dich auf der Flucht sicherer wäre, könnte ich es nicht. Wenn du entkommst, würde Draco dafür bestraft werden.« Narcissa Malfoy presste die Lippen zusammen und blickte über die Hecken hinweg, und Hermine spürte einen kalten Schauer an sich, der sich um ihre Rippen legte. »Also«, seufzte Narcissa und richtete sich auf. »Wir werden dich in unserer Obhut behalten und wir werden dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst. Es tut mir leid, dass du das alles verloren hast, aber ich kann nicht mehr bieten als die Gewissheit, dass Malfoy Manor der sicherste Ort für dich ist.« Es war nicht das erste Mal, dass sie diese Worte hörte, und sie verstand sie auch beim zweiten Mal nicht besser. Selbst wenn sie glauben würde, warum sollte sie diejenige sein, die sicher ist? Warum war sie etwas Besonderes? Sie holte tief Luft, ihr Herz hämmerte in ihren Ohren. Wie kann das sein? Narcissa sah sie mit blauen Augen an, die sie durchbohrten. Weil ich diese Tiere in meinem Haus hatte. Knurren, pissen und überall streuen sie herum. Ich weiß, was sie tun. Ich weiß, wie sie denken. Sie atmete durch und Hermine fühlte sich an die Narcissa Malfoy erinnert, die sie schon einmal getroffen hatte. Die Nase in der Luft über allen anderen. Du bist hier nicht in solch einer Gefahr, das versichere ich dir. Die Malfoy-Männer mögen keine Heiligen sein, aber sie verehren ihre Frauen insbrünstig. Hermine bekämpfte den Drang zu spotten. Seine Frau? War es das, was sie jetzt war? Vielleicht hatte Narcissa die Situation missverstanden. Vielleicht dachte Narcissa, da wäre mehr dahinter als was auch immer da dran war. Aber sie schien aufrichtig zu glauben, dass Hermine hier nicht in Gefahr war, dass sie nicht mit der Absicht gekauft wurde, sie zum Beschmutzen oder zu erniedrigen. Lucius auf der anderen Seite. Ihr Gespräch mit ihm gab ihr auch keine Antworten. Er hatte sie noch mehr mit dem Gefühl, einer gekauften Hure zu sein, zurückgelassen, wie zuvor. Hermine blieb vor einem Rosenstrauch stehen, der mit den perfektesten weißen Rosen blühte. Sie biss sich auf die Lippen und überlegte, ob sie Narcissa die Wahrheit sagen sollte. Dass sie keine Ahnung hatte, warum Draco sie gekauft hatte. Aber Narcissa sprach, bevor sie den Mut dazu aufbringen konnte. »Du kannst jederzeit gerne hierher kommen, wann immer du willst. Du brauchst in diesem Haus keine Anstandsdame.«
Hermine drehte den Kopf zu ihr. Das ist sehr nett, Miss Malfoy. Gibt es einen Ort, den ich meiden sollte? Abgesehen von allgemeinem Anstand, sich aus Privaträumen anderer herauszuhalten, wovon ich überzeugt bin, dass du ihn sicher besitzt, ist dir nichts verwehrt. Wir haben keine verrückten Ex-Frauen auf unseren Dachböden. Hermine stolperte über einen Kieselstein oder etwas anderes Eingebildetes. Sie kennen Pronté? Das tue ich. Narcissa lächelte. Die Bibliothek des Anwesens war zu groß, um nur Zauberbücher zu beherbergen. Narcissa ging weiter. Hermines Herz hob sich zum ersten Mal, seit der Name einer anderen Person auf ihren Arm tätowiert worden war. Das stimmt, sagte sie, als wäre es ein Detail, das sie vergessen hatte. Das Anwesen hatte eine Bibliothek. Hermine war sich nicht sicher, ob sie im letzten Jahr einmal gelächelt hatte. Nicht ein Lächeln vom Herzen, nicht ein Grinsen, das in ihrem Inneren begann, wie ein Stern, der auseinanderplatzt. Die Bibliothek im Malfoy Manor hatte die Größe einer kleinen Buchhandlung, vielleicht eine große Buchhandlung, den Hermine konnte nicht bis zur hintersten Wand sehen, so groß wie ein großer Ballsaal mit Stapeln, die bis zur Decke reichten. Hermine konnte vor lauter Liebe zu diesem Raum kaum atmen. Wie lange war es her, dass sie einen Fuß in eine Bibliothek gesetzt hatte? Oje, es scheint, ich habe dich verloren. Sie drehte sich um, als sie mit ihren Fingern über ein Regal strich und sah, dass Narcissa sie anlächelte. Es tut mir leid, ich mag Bücher sehr gerne. Ja, das habe ich gehört. Narcissa legte den Kopf schief. Hermine war überrascht, dass ihr dieses Detail in dem, was Hermine annahm, jahrelanges Gejammer ihres Sohnes aufgefallen war. Bevor sie weiter überlegen konnte, fuhr Narcissa fort. Kann ich dir etwas bringen, während du dich umsiehst? Tee? Ein... Und schon war Mippi an ihrer Seite. Mippi bringt Miss Tee und Kekse. Was möchte Miss zum Tee? Mippi zwirbelte ihr Ohr um ihre Finger, auf die Art, wie Dobby es immer gemacht hatte. Hermine lächelte trotz der Erinnerung. Milch und Honig bitte. Möchte das Fräulein 3 Löffel Honig? Mippi blinzelte, die Wimpern hüpften. Ja, das ist perfekt. Danke, Mippi. Hermine wandte sich wieder dem Regal zu. Mippi weiß, wie man das macht. So trinkt Meister Draco auch immer seinen Tee. Hermine rutschte mit dem Finger auf dem Buch ab, das sie gerade anschaute. Verdammt. Wirklich, wie seltsam. Sie spürte Narcissas Blick in ihrem Nacken und wünschte sich, ein Buch würde sich einfach öffnen und sie verschlingen. Mippi, ertönte Narcissas Stimme, bring Kekse und Marmeladentörtchen für Mrs. Granger. Und dann in einem theatralischen Flüsterton, nicht die Vergifteten. Hermine errötete, als die kleine Elfe kreischte und brabbelte. Vergiftet? Mrs. Vergiftet? Willst du ein bisschen alleine stöbern? Fragte Narcissa. Sie alleine lassen? In Freiheit? Das würde ich sehr gerne, wenn Sie es erlauben. Miss Granger, ich habe es dir bereits gesagt, sagte sie freundlich. Es steht dir frei, dich auf dem Anwesen zu bewegen. Hermine nickte. Ich danke Ihnen, Mrs. Malfoy. Bitte, Liebes, du darfst mich Narcissa nennen. Hermine beobachtete, wie Narcissa Malfoy zur Tür der Bibliothek schritt. Ihr Gesicht kribbelte vor Überraschung. Du darfst mich Hermine nennen, wenn du willst. Narcissa lächelte, ein sanftes Anheben ihrer Lippen. Die Türen schlossen sich mit einem Klicken hinter ihr. Sie stand in der Mitte des unteren Bereiches und drehte sich mehrere Minuten lang langsam kreisend darauf wartend, dass ihr etwas ins Auge sprang. Sie wartete darauf, dass die Bücher gegen ihre Anwesenheit rebellierten und auf sie zukriechen, um das Schlammblut bei lebendigem Leibe zu verschlingen. Sie holte tief Luft und atmete den Geruch von Büchern ein, von Einfallsreichtum und Nützlichkeit. Narcissa ließ es so klingen, als könne sie wieder hierher zurückkehren, aber trotzdem wollte Hermine sich am liebsten durch die Stapel wühlen, um sich mit den Informationen der Malfoy-Bibliothek vollzustopfen. Es gab einen Buchfinder in der Ecke des Raumes, wo man nach einem Thema oder einem Titel fragen konnte. Daraufhin organisierten die Bücher sich selbst, indem sie einen entweder mit Lichtern führten oder die Bücher direkt zu einem brachten. Hogwarts hatte ein ähnliches System gehabt, aber Pins hatte es vor Jahren außer Betrieb gesetzt, als sie gemerkt hatte, dass die Schüler es dazu benutzt haben, sich gegenseitig mit zeitlich perfekt abgestimmten Anfragen von fliegenden Büchern einen Schlag auf dem Hinterkopf zu verpassen.
Sie machte einen großen Bogen um den Buchfinder, da sie nicht wollte, dass irgendwelche Spuren von dem, was sie recherchierte, übrig blieben. Bevor sie sich in die Stapel in Richtung der dunklen Künste stürzen konnte, fand sie ein Regal, das nur 7 Bücher enthielt, die zusammen in der Mitte angeordnet waren. Rote Buchrücken funkelten sie an und sie griff nach vorne und zog das erste zu sich heran. Unerwünscht Nummer 1 von Lawrence Gainsforth. Sie schnappte nach Luft, sie drehte die anderen Bücher zu sich und fand den Rest ihrer liebsten, modernsten, magischen Buchreihe. Die roten Buchrücken waren die der Sammlerausgabe. Sie fuhr mit den Fingern über das erste und schlug einen Einband auf. Dort auf der ersten Seite war eine persönliche Notiz. Draco Malfoy, vielen Dank für Ihren Brief. Es bedeutet mir so viel, von Ihnen zu hören. Bitte nehmen Sie die ersten 5 Bücher mit dem Versprechen, die letzten 2 nach Fertigstellung nachzureichen an. Kämpfen Sie weiter. Sie klappte das Buch vorsichtig zu und stellte es ins Regal zurück, bevor ihre zitternden Finger es fallen ließen. Draco Malfoy war ein Fan ihrer Lieblingsbuchreihe, ein sehr großer Fan, wenn er Post an den Autoren schrieb. Das schockierte sie nicht allzu sehr. Sie hatte seinen Namen mehr als nur einmal in einem der Bücher gefunden, die sie sich in der Bibliothek ausgeliehen hatte. Aber das hier war... Jetzt juckte es sie, sie wieder zu lesen, aber sie konnte die roten Exemplare nicht mitnehmen. Sie waren zu wertvoll. Sie könnte die Buchrücken brechen und die lackierten Einbände verschmieren. Sie trat zurück und wandte sich dem oberen Treppenabsatz zu. Sie konnte nicht einmal die Rückwand der Bibliothek sehen, aber es gab ein großes, sonniges Fenster auf der rechten Seite, das den ganzen Raum erwärmte. Hermine klomm die 6. Stufe und ging um einen Stapel herum, um erneut Reihen um Reihen von Büchern zu sehen. Sie keuchte laut in den leisen Raum. Es müssen Stunden gewesen sein, in denen sie geblättert hatte. Mibi tauchte mit einem Tablett mit Tee, Sandwich und Keksen auf. Sie zauberte einen Tisch herbei und stellte das Tablett in der Mitte der Stapel ab. »Mrs.«, sagte Mibi, »Sie soll Fräulein Hermine sagen, dass sie so viele Bücher mitnehmen kann, wie sie möchte.« Mibi ging. Sie hatte nur 2 Bücher heruntergeholt, also legte sie sie auf den kleinen Tisch neben den Keksen ab. Hermine hatte versucht, ihre Auswahl zu begrenzen, aus Angst, sich aufzudrängen. Und trotz dessen, was Mibi gesagt hatte, nahm sie an, dass so viele Bücher, wie das Fräulein will, nicht das Richtige war. Sie würde wahrscheinlich darum bitten, ein Bett in dieser Ecke aufzustellen, wenn sie wirklich so viele nehmen sollte, wie sie wollte. Sie nahm ein Erdbeertörtchen, knabberte vorsichtig am Ende und fragte sich, was Madame Pince wohl davon halten würde, Torten, Kekse und Tee rund um die Bücher zu servieren. Madame Pince war wahrscheinlich tot. Und Hermine lebte in einer kleinen Fantasie. Das Teegebäck schmeckte plötzlich wie Asche. Sie legte es auf ihre Untertasse ab. Was tat sie da? Unbezahlbare Erstausgaben zu durchforsten und in längst verlorenen Exemplaren zu blättern, während ihre Freunde und Ordensmitglieder tot waren oder im Sterben lagen. Hermine schaute auf ihre Teetasse hinunter. Vielleicht war ja doch etwas in dem Tee. Eine Art Selbstzufriedenheitsdroge. Hermine wandte sich dem Regal zu, ihre Quelle des Trostes und der Wahrheit. Sie stürzte sich hinein, zog dunkle Bänder heraus, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatte. Jedes einzelne brummte gegen ihre Finger, so als versuchten sie, ihre schmutzigen Hände von ihnen zu lösen. In Rekordzeit fand sie Kapitel über Horcruxe. Das erste Buch, das sie in die Hand nahm, wurde als Quelle zitiert für viele ihrer Horcrux-Recherchen. Sie wünschte, sie könnte einen Querverweis mit dem Buchfinder machen, aber sie wollte nicht, dass eine Spur der Horcrux-Forschung zu ihr zurückzuführen war. Sie wusste nicht genau, wo die Malfoys standen. Wie viel wussten sie über Voldemorts Pläne, seine Macht? Und wie konnte sie herausfinden, ob Nagini noch im Leben war? Hermine hatte sich gerade umgedreht, um die hintere Wand zu erkunden, als sie hörte, wie sich die Tür zur Bibliothek öffnete. Narzissa musste zurück sein. Sie fragte sich, wie viel Uhr es war. Sie stellte die 3 dunklen Bücher, die sie heruntergeholt hatte, wieder ins Regal, merkte sich deren Standorte und ging zu ihrer Teetasse. Sie blätterte wieder in ihren Zauberbüchern und spähte zwischen den Regalen hindurch zu den Bibliothekstüren. Ein paar Schultern und eine schlanke Taille unter einem schwarzen Pullover, schwarzen Hosen und Stiefeln, kurze blonde Locken, die nicht zu Narzissa Malfoy gehörten.
Sie schlug sich die Hand vor den Mund und beobachtete, wie Draco dem Buchsucher etwas zumurmelte. So nah hatte sie ihn seit dem Raum der Wünsche nicht mehr gesehen. Seit sie ihn in den Fluren nach Harrys Tod gesehen hatte, sein Haar fiel ihm über die Augen, während er darauf wartete, dass der Buchsucher aufleuchtete. Ein Buch auf einem Regal 3 Fuß von ihr entfernt zog sich langsam in den Gang hinein, schwebte und wartete darauf, genommen zu werden. Hermine beobachtete zwischen den Stapeln, wie Draco sich zum oberen Treppenabsatz drehte und ihn seine langen Beine schnell in ihre Richtung trugen. Sie drückte ihre Bücher an ihre Brust und wartete, atmete, es war wie ein Autounfall, ein fliegender Unfall, der darauf wartete, zu passieren. Sie sollte etwas sagen, ihre Anwesenheit ankündigen, vielleicht etwas fallen lassen? Er bog um die Ecke, drehte sich zu ihr um und sie sah genau den Moment, als er ihre Anwesenheit registrierte. Wie ein elektrischer Schlag, der alle seine Muskeln erfasste. Ihre Zunge war trocken, als sich sein Mund zu einem stummen Schnauben öffnete. Er stützte sich auf ein Bücherregal, das ihm am nächsten stand. Und dann, ganz schnell, war alles vorbei. Sein Mund schloss sich, seine Schulter sackten und seine Augen verschlossen sich. Er starrte sie an. Sie spürte, wie ihre Brust nach Luft bettelte, wie sich die Buchdecke in ihre Finger presste. »Deine Mutter hat mich hierher gebracht«, hauchte sie mit kaum hörbarer Stimme. Er betrachtete ihren weißen Pullover und die Jeans, dann wieder ihre Augen. »Bist du mit all deinen anderen Büchern fertig?«, fragte er mit hohler, tiefer Stimme. Er hob spöttisch eine Braue. Einen Moment lang wusste sie nicht, was er meinte. Sie hatte keine Besitztümer mitgebracht. Offensichtlich hatte er sich das gemerkt. »Die Bücher in deinem Zimmer«, stellte er klar und sah sie mit einem Blick an, an den sie sich aus Hogwarts erinnerte, wann immer er Crabbe und Goyle etwas erklären musste. »Nein!« Das war alles, was sie sagte, als sie sah, wie er sie finster anschaute. Er bewegte sich, als ob er gleich losrennen wollte. Er bewegte sich schnell zum Mittelgang, schnappte sich sein Buch aus der Luft und drehte sich weg zur Treppe. Bevor er verschwand, platzte sie heraus. »Was soll ich tun?« Er drehte sich um und sah sie an. Seine Finger zuckten. »Tun?« »Ja«, sagte sie mit fester Stimme und spürte hinter ihren Augen die vertrauten Kopfschmerzen, die nur Draco Malfoy hervorrufen konnte. »Soll ich den Elfen in der Küche helfen, auf dem Gelände arbeiten oder vielleicht deiner Mutter helfen bei, was auch immer sie tut?« Sie zählte all die Dinge auf, die sie sich erhoffte, die Dinge, die sie für den Rest ihres Lebens tun könnte. Er starrte sie weiter an und sie fragte sich, ob sie andere Aufgaben vorschlagen sollte. »Du willst Hausaufgaben, Granger?« Ihre Wangen erhitzten sich und sie verengte ihre Augen. »Nein«, schnauzte sie. »Willst du hinter den Pfauen herräumen, meine Mahlzeiten zubereiten?« Sie schnaubte. »Nein, ich will mir die Decke über den Kopf ziehen und so tun, als würde ich nicht in diesem Albtraum leben, aber...« »Toll«, sagte er. »Tu das!« Und ohne einen weiteren Blick auf sie zu werfen, drehte er sich um und ging. Sie sah zu, wie er mit 2 langen Schritten die Treppe hinunter auf die Tür zuging und sie aufriss. Dann war er verschwunden. »Was für ein Idiotischer!« Hermine ärgerte sich. »Hinter dem Pfauen herräumen? Wirklich?« Sie holte tief Luft, um wieder zu sich zu kommen, um sich auf ihre Situation zu besinnen. Es wäre nicht gut, sich über so ein kleines Ärgernis aufzuregen. Im Anbetracht ihrer Umstände hätte ihre erste Interaktion mit ihrem neuen Master viel schlimmer verlaufen können. Sie sollte sich glücklich schätzen. Aber was hatte es für einen Sinn, sie zu kaufen? Wenn er keine Vorgaben machte, wie sie ihre Tage zu verbringen hatte, würde ihr niemand sagen, warum sie hier war? Jeder Malfoy hatte eine andere Agenda, so schien es, und ihr Verstand stöhnte unter dem Druck dieser Rätsel. Ungefähr eine halbe Stunde später, in der sie aufgeregt herumgewandert war, kam Narcissa, um nach ihr zu sehen. Sie neckte sie leicht, weil sie nur 3 Bücher hatte, und bot Hermine an, ihr den Weg zurück nach oben zu zeigen. Sie hätte wirklich besser aufpassen sollen und sich den Weg zurück einprägen. Sie durfte die Bibliothek zwar alleine besuchen, aber ihr Magen verdrehte sich bei der Vorstellung, Draco wieder zu begegnen. Narcissa sagte ihr, dass die Elfen in ein paar Stunden das Abendessen hochschicken lassen würden. Narcissa stellte eine Frage, aber sie hörte ihr nicht zu, sondern dachte darüber nach, was Draco gesagt hatte. Narcissa schloss die Tür und Hermine sah zu den Bücherregalen. »Deine Bücher«, sie fuhr mit dem Finger über die Buchrücken. »Dein Zimmer«. Sie schaute auf die Schlafzimmereinrichtung, auf das außergewöhnlich bequeme Bett.
auf die Bücherregale, auf den Kleiderschrank voller Kleider, die genau ihre Größe hatten. Hermine kam sich dumm vor, weil sie gedacht hatte, dieses Zimmer würde ihr irgendwann wieder weggenommen werden. Dass sie dachte, die Kleider von jemand anderen würden ihr einfach gut passen. Es gab so viel, was sie noch nicht wusste, aber wenigstens hatte sie jetzt ein Problem gelöst. Sie ging ins Bad und starrte auf die Wanne. Ihre Wanne. Sie hatte noch mindestens 2 Stunden Zeit, bis ihr Abendessen kommen würde. Hermine zog die Jeans aus, faltete sie schön über das Waschbecken zusammen, zog den Pullover aus und legte ein Handtuch an den Rand der Wanne. Sie stellte die Wasserhähne und die Seifenblasen an. Dann wusch sie alles weg in ihrer Badewanne, in ihrer Suite auf dem Malfoy anwesend.